Rüsselsheim, Oz, eine Kindertagesstätte in der Böllensee-Siedlung, war am späten Mittwochabend, 26.11., im Visier von Einbrechern. Zwei bislang noch unbekannte Kriminelle schlugen gegen 21 Uhr eine Scheibe zum Anwesenden der Straße am Ellenberg ein und verschafften sich Zutritt zu den Räumlichkeiten. Hier aktivierten sie jedoch den Bewegungsmelder, lösten die Alarmanlage aus und mussten ohne Beute die Flucht ergreifen. Durch eine Zeugin, die den Alarm bemerkte, konnten zwei Jugendliche beobachtet werden, die in Richtung Alzeler Straße wegrannten. Ein Täter war ca. 1,90 Meter groß, sein Begleiter deutlich kleiner. Beide trugen Kapuzenjacken, wobei eine Jacke einen Pelzbesatz hatte. Einer sofort eingeleiteten Fahndung der Beamten konnten sich die Unbekannten entziehen. Die Polizei in Rüsselsheim hat die Ermittlungen aufgenommen und hofft auf weitere Zeugen, denen das Duo aufgefallen ist. Hinweisen nehmen die Beamten unter der Rufnummer 06142-6960 entgegen.